wunderschönen guten Tag hier an der Ostsee vom Timmendorfer Strand. Und das Thema war heute, was ist schon extrem? Und mein Gast Bettina Röhl, Journalistin, Publizistin. Darf ich von vornherein einfach sagen, Frau Röhl, hallo erstmal. Hallo. Einfach mal feststellen, kommen wir damit klar, ein ganzes Interview zu führen, ohne über die RAF zu reden? Ja, ich bin 100% einverstanden. Danke schön. Was war das nochmal? Dankeschön. Aber mich würde schon interessieren, was Sie im Moment so bewegt. Also wenn wir die Politik und die Medien und so weiter angucken im Moment, was bewegt Sie im Moment? Also mich bewegt generell ein Stück Irrsinn. Ich empfinde, dass die westlichen Gesellschaften irgendwie galoppierend unvernünftige Entscheidungen fällen oder sehr aktionistisch sind. Und eigentlich, finde ich, sind so Maßstäbe vielleicht verloren gegangen oder irgendeinen Halt. Und ich finde, in jeder Beziehung, also wenn man den Euro anguckt, dann geht es plötzlich nur noch um Milliarden, Rettungsschirme, Billionen, die Zahlen fallen. In der Bildungspolitik hat man den Eindruck, wird alles diskutiert, wo man den Eindruck hat, uralte Hüte von 68 werden heute realisiert, aber es wird noch mehr Wahnsinn obendrauf gesetzt. Wie viele Reformen sollen es noch werden? Wann findet normale Schule auch wieder statt? Und das ist eigentlich in jedem Gebiet, dass ich so ein bisschen Vertrauen verloren habe, dass die Vernunft sich auch so ein bisschen den Weg bahnt. Geht es nur um Vernunft oder geht es vielleicht auch um Qualität? Also geht es... Vernunft und Qualität. Und ich finde, das ist jetzt so ein generelles Ding. Und ich habe ja viel versucht. Also ich finde, es gibt durch die Mediensituation und auch durch die Politiker und die Medienverquickung, also ein gewisses Establishment ist, werden irgendwelche Themen irrsinnig hochgehypt, andere werden wieder völlig vergessen. Und es findet kein ruhiger Fluss mehr statt. Im Moment geht doch eigentlich ziemlich viel so auseinander. Und aber wollen wir Bürger das nicht so haben, so eine Soap, die Darsteller wechseln regelmäßig, müssen zurücktreten, vor Faller war mal ein bisschen zu fies und Westerwelle ist nicht mehr cool und dann kommt auf der anderen Seite, die Medien spielen ja da vollkommen mit. Können wir in so einer gehypten Gesellschaft und dieser Event-Medien- und Event-Politikkultur überhaupt noch vernünftige Entscheidungen fällen? Ich glaube schon, dass das möglich wäre. Aber ich sage mal Beispiel Europa. Seit Jahren doktern wir irgendwie ideologisch an einem Europa-Idee, immer mehr Europa. Und in Wahrheit in allen europäischen Ländern zerfallen die Gesellschaften alle in Parallelgesellschaften, also zerfasern. Und ich habe den Eindruck, dieses Europa ist eigentlich nur noch so eine folkloristische Erinnerung, was Europa mal war oder Paris oder London und so. Aber die Realitäten in den Städten, in den Ländern sind ganz andere. Und ist im Grunde bis der Euro... Also bis der Euro kam, ist Europa unheimlich schnell zusammengewachsen und seitdem irgendwie diese Idee ideologisch daran gearbeitet wird mit dem Euro, und das zieht sich über Jahrzehnte hin, selbst diese Ratingagenturen, die jetzt dauernd irgendein Land runterstufen, denen ist es auch bis 2010 scheinbar irgendwie nicht aufgefallen, dass bei den Griechen die Bilanzen nicht stimmen. Und das meine ich, da ist auch ein Irrsinn im System, also da scheinbar war jeder Mensch, vielleicht irgendein Finanzexperte, der halt darauf hingewiesen hat, der hat ja offenbar gestört vorher, weil alle in diesem Europawahn waren. Was nützt uns ein Europawahn, wenn es mit der Realität nichts mehr zu tun hat? Und das macht mir schon Sorgen, es bewegt mich auch, weil man dann gar nicht mehr weiß, auf was kann man sich verlassen, wenn keine Normen, keine Maßstäbe mehr zählen. Sie haben sicher recht, und auch wenn wir recht haben, wie wollen wir es haben? Also was kann sich ändern, dass es uns beiden mehr Spaß macht? Naja, also oder Freude bringt oder Resultate? Oder? Wir haben ja eine neue Partei, um bald zu den Piraten zu kommen. Das ist ja eigentlich eine neue Bewegung, die es auch übrigens auch aber galoppiert. Aber Sie haben diese Konterrevolution da organisiert auf Facebook. Ja. Sie haben Ihre eigene Piratenpartei noch. Ja, erzählen Sie mal von der Aktion. Ich habe aufgerufen, es gab ja diese Diskussion um das Urheberrecht, also sehr viele unglückliche Autoren vor allem hatten sich zusammengefunden und eigentlich ja auch eine lobenswerte und auch richtige Aktion gemacht, die aber etwas bieder, fand ich, herüberkam, dass sie gesagt haben, das Urheberrecht darf nicht verletzt werden. Das unterschreibe ich 100%. Ich habe auch unterschrieben diese Aktion. Aber ich habe mir gesagt,
das muss man auch etwas anders machen. Ich habe dann aufgerufen zur Gründung einer neuen Partei und habe diese Partei Piraten genannt und habe dann so gedacht, naja, also wenn die Piraten mit dem Urheberrecht kein Problem haben, dann stört es sich auch nicht, wenn die, wenn meine Partei auch Piraten heißt, und das Programm meiner Partei ist natürlich für Eintreten für das Urheberrecht. Das würde mich interessieren. Ist jetzt eine Frage in Richtung Zuschauer. Bitte im Kommentarfeld aufschreiben, ob das unter Creative Commons Lizenz tatsächlich möglich ist, das zu machen. Das würde mich jetzt interessieren als Diskussionsstoff. Die haben ja auch so Faktencheck bei Hart aber Fair. Vielleicht machen wir das jetzt mal mit den Zuschauern. Ach so. Und Sie sagen Piratenpartei, aber abgesehen von der Urheberrechtsnummer, was halten Sie von dem? Ja, also die Piraten, hat man ja so verfolgt. Haben mich ehrlich gesagt am Anfang nicht so interessiert. Man hat dann immer mal gelesen, dass sie da irgend so einen Sexmenschen, Missbrauchsmenschen, Herrn Taus oder was aufgenommen hat. Da hat man so gesagt, na gut, und so ist auch mal ganz interessant. Jedenfalls bedenkenswert, dass es da nicht so Offenheit war. Aber egal, das fand ich jetzt nicht unbedingt besonders gut. Und dann fand ich sie eigentlich ganz witzig, wie sie dann plötzlich aufgetaucht sind mit so vielen Prozenten. Und alle jubelten, die Medien, das Establishment. Ein Hype. Erstmal ein Hype, ja, ist auch okay. Generell spricht ja nichts gegen einen Hype, wenn er dann auch irgendwie einigermaßen verarbeitet wird. Und dann stellte man aber fest, das war ja jetzt so im April oder so, dass die Etablierten dann plötzlich auf die Piraten so eingedroschen haben. Das ist ja eine Kinderpartei. Und so geht's nicht. Und so las man dann in den Leitartikeln. Und da habe ich mich dann angefangen, für die Piraten zu interessieren. Und habe mich auch erkundigt. In Hamburg oder Lübeck, wo gibt es so Gruppen, wollte eigentlich vielleicht auch mal dahin gehen, weil ja, auch als Journalist, es interessiert einen natürlich. Die Piraten haben erstmal was geschafft. Das muss man einfach anerkennen. So, aber muss ich dann leider dazu sagen, das, was ich dann von den Piraten gesehen und gehört habe, da muss ich dann leider doch auch sagen, dass da auch ziemlich viel Dilettantismus dann auch tatsächlich da war, also aus meiner Sicht. Und Martina Weißmann, die hat ja alle begeistert, also das ist jetzt auch ein Medienmensch, die hat was, wo man einfach sagt, okay, ist also sympathisch, macht einen guten Eindruck und sie bringt das, glaube ich, ganz gut rüber. Ich habe ihre Einführungsrede dann mal im Internet mir angeguckt, aber wie heißt der, Peponada? Also nee, also den habe ich dann irgendwie bei Günther Jauch gesehen und da habe ich, glaube ich, auch bei Facebook irgendwas ein bisschen mehr veröffentlicht. Also ich fand ihn unterirdisch und also falls Sie meine Meinung interessiert, ich kenne beide persönlich und beide fantastisch. Wir haben ja im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir eigenartigen Geschmack haben. Aber ja, beide fantastisch aus meiner Sicht. Aber ach, ich will ja gar nicht jetzt werten. Emma, ich fand einfach, dass man in einer Zeit, in der ich weiß nicht, wie viele Millionen Smartphones verkauft werden, ist das nicht mehr die ultimative und einzige Idee, dass man jetzt während einer Sendung twittert oder sich irgendwie mit seiner Community verbindet. Und das war mir einfach zu wenig. Also das ist einfach auch nicht mehr neu. Also das kann nicht das Einzige sein, was so rübergebracht wird, also wie die neue Erleuchtung. Es ist ein Medium, ja. Da reden wir über einen Profi. Ich für mich... Es ist ein Sinnbild der Alt-68er oder der 68er-Generation, Joschka Fischer. Von wirklich von Geburt bis jetzt, der Abschluss kommt ja bald, aber jetzt berät er irgendwie tolle Firmen und so. Das ist so ein Sinnbild für mich, für die 68er. Und die haben sich ja wahnsinnig professionalisiert. Wenn ich jetzt von den Dilettanten Piratenpartei darüber gucke, wie empfinden Sie das jetzt? Haben wir bald einen Abschluss? Haben wir es endlich hinter uns mit den 68ern? Also mit den Alt-68ern würde ich sagen, auf jeden Fall. Die wachsen ja tatsächlich raus in die Rente und machen das Thema 68 ist auch irgendwie durch. Also ich kann das Wort 68 einfach nicht mehr hören. Und ich habe auch Angst oder Befürchtung, wenn ich einen Vortrag halte über mein Buch, wo das Thema 68 noch vorkommt, dass ich schon bei dem Wort 68 den Eindruck habe, die Zuhörer irgendwie zu beleidigen mit diesem furchtbaren Thema. Die 68er selber fahren allerdings auch schon seit Jahren die Strategie, dass das Thema ja vorbei ist. Und das Thema der Ideologie der 68er, das ist nicht vorbei, meiner Ansicht nach. Es gibt ja auch, also meiner These nach haben die 68er schon Ende der 60er, Anfang der 70er so quasi gewonnen, sind in die Gesellschaft, haben sich sehr viele Ideen einfach festgesetzt, haben einfach den Sieg errungen, auch wenn es eine konservative Mehrheit noch jahrzehntelang gab, war eigentlich die Führungselite in der Kultur, in der Politik, in den Medien, war doch 68er beeinflusst. Genauso wie die Grünen nicht die stärkste Partei sind, aber in den Medien schon sehr, sehr lange eine sehr starke Kraft sind. Also egal bei welchen Medien. Und insofern
finde ich auch, dass die Piraten oder andere Parteien, jüngere Leute, noch sehr viel, aus meiner Sicht unreflektiert, nachbeten, was die 68er mal angeleiert haben. Und da wünschte ich mir, dass es etwas anders wäre. Ich weiß aber nicht, wie man das ändern sollte. Also sind Plattitüden, die ich dann höre, ich weiß nicht, Drogenfrei, also ich weiß nicht, habe ich mal gehört, glaube ich, dass die Straßenbahn wieder frei sein sollen, ohne Geld und so. Und alles Sachen, die schon gescheitert sind, die schon Jahrzehnte gescheitert sind. Wo die Zahlen, also wo es einfach klar ist, dass es nicht funktioniert hat und das wird auch nicht funktionieren. Und da muss ich eigentlich nicht nochmal eine Generation durchleben, die dann auch wieder sagt in 20 Jahren, ja, damals waren wir noch jung und haben alles falsch gemacht. Und heute, jetzt, wo wir alt sind oder älter sind, also in 20 Jahren, sind sie auch alle geläutert, machen auch die Karriere. Das langweilt mich. Also es langweilt mich. Und da wünschte ich mir, ja, auch bei den Piraten etwas mehr Qualität. Die bringen den richtigen Schwung, finde ich, mit. Finde ich, bringen aber oft aus meiner Sicht zu wenig Qualifikation und auch zu wenig Bewusstsein, dass sie sich vielleicht auch irren könnten. Und da spielt die Ideologie der 60er noch eine Rolle, denn die ist in unserer Gesellschaft ja nicht mehr als Ideologie erkennbar, sondern als normal null. Also das empfinden wir als das Normale. Ich bin schon auf die Kommentare gespannt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand... Ich habe ja schon auf einigen Piratenforen diskutiert, eben durch meinen Vorstoß mit der Gründung einer neuen Partei. Und da gab es ja auf einem Anwaltsseite eine Antwort gegen die Urheberrechts, also Autoren ja vor allen Dingen. Und da habe ich schon ein bisschen mitdiskutiert und auch mich mit einigen Piraten unterhalten. Und da habe ich eben auch sehr interessante und nette Leute kennengelernt. Und ich würde sagen, vieles war falsch, fand ich in Argumentation. Und ich glaube, also wenn ich mit einigen von diesen Piraten sprechen würde und länger diskutieren würde, ich glaube, dass ich den Argumentationsabtausch am Ende gewinnen würde. Okay, ich stelle immer zwei Begriffe in den Raum, Frau Röhl, zum Schluss und bitte um immer ganz kurze Assoziationen. Ostsee. Ja, Ostsee, super. Für mich eine Entdeckung. Wir Hamburger haben die Ostsee und die Nordsee nebenan. Und so sehr ich Frankfurt liebe oder auch Köln, irgendwann frage ich mich, wo ist die Ostsee? Was machen die eigentlich im Sommer, was machen sie eigentlich, wenn es heiß wird? Ja, was machen die armen Menschen da unten? Zweiter Begriff. Politische Persönlichkeiten, Vorbilder? Auch ganz, ganz schwierig. Ich kenne kein politisches Vorbild, wo ich sagen würde, ganz, ganz toll. Vielleicht aus der Vergangenheit habe ich einen gewissen Idealismus zu Adenauer, den ich so als Gründungsbundeskanzler vor mir sehe, der übrigens anders als unsere heutigen Politiker nicht von morgens abends gereist ist, sondern der die Westintegration, die freie soziale Marktwirtschaft aufgebaut hat. Wir haben uns vorhin gefragt, haben die nicht irgendwie Skype oder so? Ja, also die heutigen Politiker machen einen quasi Polit-Tourismus, Aktionismus. Ständig sieht man Merkel, Obama und Hollande und ihre Kollegen, Sarkozy vorher, sich an irgendwelchen wichtigen Punkten treffen. Und ich bin überzeugt, ja, sie haben die nicht Skype, haben sie nicht in den Regierungsvierteln 3D-Superkonferenzen. Und ich glaube, sie wären effizienter für das Land, wenn sie arbeiten würden, anstatt dass sie uns praktisch dauernd ihren Polit-Tourismus vorführen würden. Und ich fürchte, da werden nicht die konstruktiven Gespräche geführt. Dritter Begriff, Sinnlichkeit. Sinnlichkeit, ja, findet bei mir vor allen Dingen privat statt. Und ja, ich bin sehr stolz auf einen ganz tollen Mann, der Vater meiner Tochter. Und insofern. Ich habe vorhin gefragt, stehen Sie auf Machos? Und Sie haben gesagt, auf den Begriff Macho nein. Also, weil ich mit Macho, darunter verstehe ich so ein Latin Lover, so ein. Darauf stehe ich irgendwie nicht, aber ich auf einen echt selbstbewussten Mann, also der in Führung kann, ja, finde ich gut. Ich danke für dieses Gespräch, Frau Müll. Es war bezaubernd und ich glaube, ich bin davon überzeugt, wir machen das nochmal. Okay, danke schön. Ach so, danke. Das war schon vorbei, ja. Danke auch meinen lieben Abonnenten und... Ach, ich kann das Thema vom nächsten Mal gar nicht beschreiben. Der große Vorsitzende einer Partei ist angekündigt. Der ehemalige Titanic-Chef und Vorsitzender der Partei, Martin Sonneborn. Bis zum nächsten Mal.